Hier ist wieder der Testbeschild von YouTube, die Flashplot. Oben links im Eck. Hatte ich euch bereits schon mal vorgestellt. Heute stellt euch mal die Artichock vor. Das wäre diese hier. Und dann mal viel Spaß mit dem Video. Und hier hätten wir sie. Die Super Soaker Artichock. Wir sind wieder auf iSoaker.com. Das ist ja die Internetseite, wo man die besten Infos von den ganzen Wasserpistolen bekommen kann. Veröffentlichung war 2004-2005. Die hat ein bisschen kleineres Volumen, 1350 Milliliter. Wer nach dem Video sich mal die ganzen Infos hier auf Englisch anschauen möchte, der Link dazu steht dann im Textfeld unter dem Video. So, hier haben wir die Zwillinge Super Soaker Artichock. Das hier sind die kleinen Tankrucksäcke. So schauen sie aus. Ja, das Ganze, oh Gott, ich hoffe, ich kriege das überhaupt noch auf, ist gebraucht. Mal gerade schauen, ob das hier noch... Boah, Junge, Junge, Junge. Das Ding ist richtig fest. Ah ja, geht noch. Sehr schön. Ja, wie gesagt, schon was älter. War aber spottgünstig, wenn der Versand nicht gewesen wäre. Hier kommt erst Wasser rein. Das ist der... Ja, Rucksack ist nicht. Man kann es sich nachher umhängen. Seht ihr, das ist verstellbar, das Ganze. Das hier ist der Schlauch und das kommt nachher in die Super Soaker rein. Und so schaut sie aus, die Artichock. Jo, hier kommt es nachher rein, das ist dann quasi auch der Wassertank. Hier hinten kann man noch was aufschrauben, seht ihr, was könnt ihr dann hier rausnehmen. Jetzt fragt mich aber nicht. Ah, natürlich, ich doof. Das ist für die Eiswürfel gedacht. Seht ihr hier? Da könnt ihr die Eiswürfel reintun, damit das Wasser auch richtig eisig nachher ist. So, ich zeig's dir mal. Ja, hier kommt nachher das Wasser raus. Eine Düse. Hier wird gepumpt. Und dann hier verschossen, also hier ist der Trigger. Das Ganze liegt gut in der Hand. Kann man also einhändig bedienen, also abfeuern. Bei den großen geht es hier nicht, da muss man beide Hände benutzen. Die ist natürlich ein bisschen vergilbt, ein bisschen ja, überall Kratzer dran. Sieht aber optisch richtig schick aus. Ja gut, die Seite weniger. Die müssten wir dann mal sauber machen. Und ja, also... Hier nehmen wir nochmal die andere. Was haben sie denn da gemacht? Ein bisschen was vom Lack weg. Also eine Seite ist immer schön. Jetzt muss man mal gucken. Müsste aufschrauben, dann könnte ich aus beiden eine schöne machen. Weil seht ihr mal hier, die Seite ist schön, die ist weniger schön. Und hier ist es eigentlich dann genau umgekehrt. Ja, nichtsdestotrotz. Sieht aus wie so eine Trommel, gell? Von so einem Revolver. Ja, ein Rail ist es nicht. Aber ich muss sagen... Gefällt mir. So, dann würde ich sagen, wir tun mal ein bisschen was rumspritzen. Ja, ich zeige euch mal gerade, wie man dann den Tankrucksack mit der Artichock verbindet. Normal will man ja immer so im Uhrzeigersinn drehen. Das ist aber falsch. Ihr müsst gegen den Uhrzeigersinn drehen. Oh, am besten haltet ihr das Verschlussstück fest und dreht dann nur die Super Soaker. Weil so bekommt ihr das dann am einfachsten fest. Jo, und jetzt haben wir das Ganze hier dann miteinander verbunden. Ja, kurzer Vergleich. Das hier ist ein Tankrucksack von den neueren Super Soakern. Der ist aber auch noch schwer zu bekommen. 3 Liter passen rein. Und hier dann nochmal der kleine. Und der ist ja, ich zeige es nochmal gerade, da steht's. Von 2005. Das Ding ist 10 Jahre alt. Oh. Ja, und dann habt ihr das auch mal hier gesehen. Kurz noch ein Vergleich. Das ist die Flashflot Artichock. Die Flashflot ist ein bisschen größer. Aber ja, so viel ist es dann auch nicht. Das sieht man jetzt hier. Ich muss das mal ein bisschen so halten. Also das ist... Ja, vielleicht so 7 cm
von der Länge her tut sich da nicht jetzt wirklich viel. Seht ihr ja, die sind eigentlich hier vorne gleich lang. Bevor ich vergesse, man kann den kleinen Tankrucksack auch an die Flashflot dran machen. Und so hat man jetzt ausreichend Wasser zur Hand. Ja, heute ist kein Sommer, heute ist November, aber super geniales Wetter. Ich habe ein bisschen was aufgezeichnet. Da geht der Testmischel. Von 5, 6, 7, 8 und so weiter bis 13 Meter können wir jetzt mal mit der Wasserpistole rumballern. Kleiner Super Soaker Test im November 2015. Wir haben ja einmal die CPS 2000, CPS 2700, die CPS 4100, XXP 275 und zu guter Letzt noch die Arctic Shock. Jo, wir haben jetzt die Arctic Shock und ich weiß gar nicht, wie man das drum macht. Vielleicht so und ballert dann so raus. Ich denke mal, das geht in Ordnung. Ja, dann pumpe ich mir mal ein hier. Eben haben wir noch die XSP 275 getestet. Das war davon gewesen. So. Oh ja, cool. 9 Meter, aber Druck nimmt schnell ab. So, dann mache ich mal ein bisschen was hier rüber gehen. Ich will gerade mal einen schräg machen. So, das waren jetzt 9 Meter einigermaßen gerade. Und jetzt halten wir den Onkel mal schräg. Und dann gucken wir mal, was wir da so erreichen. Ja, sollte reichen. Oh ja. Jo, da nimmt der Druck wieder ab. Das waren gut 12 Meter gewesen. Jetzt will ich mal ein paar Sprühstöße abgeben. Dazu gehen wir wieder, hier ist noch eine kleine Lücke, habe ich gerade gesehen. So ein bisschen rüber. Genau. Und dann gucken wir mal, ob wir damit auch so ein paar Sprühstöße ballern können. So. Pow, 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 pow. Seht ihr? Ihr könnt das sogar mit Sprühstöße machen. Jo. Luft ist raus aus dem Sack. Wir gehen gucken. Fangen wir mit den Sprühstößen an. Boah, wo ist meine Markierung? Oh ja, Sprühstöße. Nicht schlecht. 9 Meter. Hier waren die 10 Meter Sprühstöße. Seht ihr? 10 Meter Sprühstöße. Das waren die. Dann mit dem ersten gerade geballert auf 9 Meter. Seht ihr? Und dann eben maximale Reichweite, habe ich auf Jesus gezeigt, bis 12 Meter, hat schon ein bisschen sogar an der 13 Meter Marke gekratzt. Jetzt habe ich euch die Super Soaker Arctic Shock auch mal kurz vorgestellt. Verkehrt ist sie nicht, Reichweite war auch okay gewesen, aber so meine Lieblingswasserpistole wird es auf keinen Fall. Da ist die Flashflot viel, viel cooler. Die ist erstmal ein Stück größer, sieht fetter aus. Ihr habt zwei verschiedene Wassermodi, also ihr könnt auch richtig Wasser da rausballern und man kann das kleine Rucksack Schultertäschchen ja auch hier hinten dran machen. Deswegen, das ist mein Favorit. Die ist nicht verkehrt. Kann man sich dann auch an die Wand dran machen. Und ich wollte es euch mal vorgestellt haben. Das war wieder der Test von YouTube. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn mich abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.